bin Johannes von newgadgets.de und auf der Computex 2012 in Taipei. Und hier haben wir das Samsung Serien 5 Ultra Convertible. Wir haben hier ein Aluminiumgehäuse und ein ganz normales Notebook. Aber was da noch ist, wir haben ein Touchscreen hier mit Windows 8 als Betriebssystem. Aber was auch noch schön ist, wir können das Ganze dann einfach nach hinten umklappen und haben dann ein Tablet, mit dem wir ganz normal arbeiten können. Wirklich ein nettes Design. Sowas hatten wir ja auf der CES schon mal gesehen. Das war, glaube ich, von Lenovo, das Lenovo Yoga. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Und hier haben wir jetzt das Samsung Serie 5 Ultra Convertible. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier einmal den... Ist das jetzt ein Power-Button? Ich weiß es nicht genau, vielleicht ein Backup-Button. Zweimal USB, das ist der Power-Button, ja, da haben wir ihn. SD-Kartenleser, eine Chiclet-Style-Tastatur, die nicht beleuchtet ist. Ein großes Touchpad mit integrierten Maustasten. Und hier auf der linken Seite dann ein Anschluss für das Netzteil, Netzwerkanschluss, USB 3.0, HDMI, einen kombinierten Headset-Port und ein Display-Port. Das ist also das Samsung Serie 5 Ultra Convertible mit Touchscreen, 13 Zoll Notebook. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde vor allem diese Funktion toll, wenn wir das Display nach hinten umklappen und es dann als Tablet nutzen können oder beispielsweise hier in einer Art Präsentiermodus für beispielsweise Kunden. Also, Serie 5 Ultra Convertible hier auf der Computex 2012 in Taipei.